Dresden, Weißer Hirsch. Über ein halbes Jahrhundert residierte hier, hinter hohen Mauern, ein Mann, der zu den wenigen Genies zählte, mit denen die DDR aufwarten konnte. Manfred von Ardenne. Das Leben des blaublütigen Fernsehpioniers, Krebs- und Atomforschers umranken bis heute Gerüchte und Geheimnisse. Ein Wissenschaftler, der Millionen einstrich und mit Privilegien überschüttet wurde? Ein Mann so wertvoll, dass er den Mächtigen auf der Nase herumtanzen konnte? Die Nazis verliehen ihm das Kriegsverdienstkreuz, die Sowjets den Stalinpreis. Ardenne, so scheint es, gehörte in jedem System zu den Nutznießern. Doch zu welchem Preis? März 1955. Nach 10 Jahren Aufenthalt in der Sowjetunion ist der Physiker Manfred von Ardenne heimgekehrt. Hier auf dem Weißen Hirsch in Dresdens nobelster Wohngegend will der Baron seine Forschungsarbeit fortsetzen, in seinem eigenen Institut. Erst 2 Tage ist Ardenne auf dem Weißen Hirsch, da macht der SED-Chef Walter Ulbricht dem Baron und seiner Gattin die Aufwartung. Als kleinen Willkommensgruß hat er eine sowjetische Luxuslimousine im Gepäck. Ulbricht weiß, wie er den Forscher ködern kann. Und der beißt an. Manfred von Ardenne ist geschmeichelt, wie so oft, wenn die Großen dieser Welt um seine Gunst buhlen. Wissenschaft schwimmt immer oben. Was allerdings noch fehlt, ist der Sprit, den der neue Wagen in Unmengen frisst. Der Baron fordert ihn nur Tage später direkt bei der Stasi an. Das ist der Beginn einer innigen Beziehung, die in den Akten des MFS minutiös dokumentiert ist. Aber so spektakulär diese Unterlagen auch sind, Ardennes Spiel mit den Mächtigen, so legen neue Archivfunde nahe, beginnt nicht erst mit seiner Ankunft in der DDR. Berlin, Januar 1927. Der junge Offizierssproß hat ein Kamerateam der Wochenschau zu einer Schauvorführung geladen. Über einer putzigen Spielzeuglandschaft lässt der Baron Blitze einschlagen. Ardenne, hier an den Schaltern, ist noch keine 20 Jahre alt. Er hat keinen Hochschulabschluss, ja nicht einmal Abitur. Trotzdem weiß der umtriebige Autodidakt zu beeindrucken. Mit diesem kleinen Spektakel schafft es Ardenne als einer der ersten deutschen Wissenschaftler auf die Kinoleinwand.